So, Leute, Nikos Pflanzenreich ist zurück. Ich als Hobbygärtner werde euch heute mal wieder mal was zeigen nach langer Zeit. Es hat sich immer wieder, es verändert sich ja jedes Mal was. Ja. Also, solange man gärtnert, wird es halt immer spannend. Also, es hört nie auf. Ja. Nicht wundern, wenn ich so rumlaufe, das ist meine. Zwischendurch so mein Style, den behalte ich dabei auch hier in meinem Kanal. Und heute soll es um folgende Themen gehen. Also gehen, der Zitronenbaum, der hier auf der Ecke ist, den habe ich mir vor ein paar Wochen geholt. Und der blüht jetzt, der Kandidat. Ich habe den in einen etwas größeren Topf umgesetzt. Das hätte ich auch machen können, wie man Zitronenbäume umsetzt. Werde ich irgendwann mal machen. Ja, und neues Trieb hat da auch reichlich. Die zeige ich euch auch. Und ja, also Düngung ist im Moment noch nicht ganz so wichtig. Hauptsache, er blüht und bleibt weiter gesund. Dann als nächsten Fahrplan geht es darum. Ich habe vor einer Woche Tomaten ausgesät. Die gucken wir uns an. Ja, man kann gegen Geilwuchs nichts machen, aber ich habe gelesen, jetzt im März ist die perfekte Zeit dazu, um Tomaten auszusehen. Und eigentlich muss ich sagen, manche Tomatenpflanzen sind gedrungen, nur einige sind zu schnell hochgeschossen. Wahrscheinlich, weil ich zu lange die Gewächshaushaube draufgelassen habe, wahrscheinlich, das kann daran liegen. Und Ricinus communis auf der anderen Seite, den habe ich auch vor einer Woche oder so wie die anderen ausgesät. Und da tut sich auch was. Und das zeige ich euch in der Aufnahme dann. Und nehmen wir mal alles mit. Also Süßkartoffel habe ich auf der Ecke, die zeige ich euch auch. Dann tatsächlich, die Tabakpflanzen sind gekeimt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ehrlich gesagt, dass sie jetzt schon nach einer Woche aufgekeimt sind. Das sind so kleine Körner und das sind die Pflänzchen schon so groß. Also das, manchmal ist das immer so Wahnsinn, denkt man sich, dass das so gut funktioniert. Ach, und übrigens, wie ich die Tomatensamen vorbehandelt habe, habe ich mir mal bei meinen Garten-YouTuber-Kollegen mir angeguckt. Dem Gartencoach, danke dafür nochmal. Das habe ich umgesetzt. Klappt. Also ich kann sagen, es ist 95%. Gehen die Saatkörner auf, wenn man die mit Kamilletee einweicht für 24 Stunden. Also ist ein sehr, sehr guter Tipp. Dankeschön nochmal. Ja, dann habe ich tatsächlich Jackfruit-Bäume, also ausgesehen in meinem Schneckenterrarium, wo die Schnecken drin sind. Aber die ruhen sich aus und gerade in sogenannte Winterruhe. Ist so eine große Ohrwurmsorte, also eigentlich sehr pflegeleicht. Die brauchen es halt nur immer schön warm und feucht. Diese Sorte brauchst du besonders nass. Und das hat natürlich der Jackfruit den Kern geholfen, sondern dass die alle größer aufgegangen sind. Die zeige ich euch auch, die Sämlinge. Ja, also es bleibt weiter spannend. Meine Glücksfeder habe ich hier auch. Machen wir einfach mal einen kleinen Rundgang. Das sind so sechs, sieben Sorten. Die kann man sich alle angucken. Ja, also ich bin sehr zufrieden. Ja. Dann wollen wir mal loslegen, Freunde. Und Kollegen, die vielleicht zuschauen. So, also der Fahrplan war als erstes, die wunderbare Zitrone sich halt anzuschauen. Und guckt euch die sind doch nicht ganz mattgrün, aber sie sind gesund, sagen wir mal so. Und ich gebe der Zitrone ungefähr immer ein paar Tropfen, weil die Größe vom Topf, die ich ihr jetzt gegeben habe, passt. Das ist so feucht, dass sie nicht noch mehr Wasser benötigt, erstmal für eine längere Zeit. Die muss ich erstmal einwurzeln. Genau, also ich bin sehr stolz für die Zitrone und zeige euch mal, ja, also die hat halt doch mehr Blütenansätze gemacht, wie man hier ganz gut sehen kann. Sehr gesund. Ja. Genau, also das ist auf jeden Fall eine Investition für die Zukunft, die auf jeden Fall nicht so einfach kaputt geht, wenn das so, wie ich mir hoffe, weitergeht. Und hier ist eine sehr, sehr wunderschöne Zitrusblüte. Guckt euch diese Blüte an und die duftet. Also ich mag dieses Aroma, also diesen Duft da.
Halt. Und ach, ich sehe sogar, die hat sogar noch mehrere Blüten hier unter. Also entwickelt, das ist echt der Hammer. Also das kann man mal nicht anders sagen. Ich versuche mal ein bisschen, so könnt ihr euch das etwas anders angucken. Also wenn die aufgehen, ist das ein Zeichen, dass sie sich wohlfühlt, die Zitrusfrucht. Also der Baum hier. Und der Standort scheint dann genau der richtige zu sein. Sonnig bis halb sonnig ist eigentlich genau die richtige Ecke für diesen Baum. Und hier ist die Blüte, die sich jetzt demnächst hier öffnen wird. Und ja, es ist ein wunderschöner Duft. Und hier immer mehr Ansätze von Blüten. Na, es hört nicht auf, also genau, also das sind auch ein paar neue dazugekommen, die habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Die hat sich jetzt mit der Zeit wahrscheinlich entwickelt. Genau, hier war noch mehr, also manchmal kann man das nicht sehen. Aber hier kann man das sehen, was ich meine. Ich gucke gerade mal. Also hier kommt ein Neuaustrieb, jetzt kann man ihn sehen, genau. Und das überall. Also sie macht es tatsächlich, sie zieht es durch und treibt überall kräftig aus. Hier kann man das auch ganz gut sehen. Genau. Und jetzt, wo ich ja umgetopft habe, kann er sich das Eisen, also den Eisenanteil, den er braucht, rausholen, um halt die Triebe hier ausreifen zu lassen. Ich hoffe mal, dass die durchkommen. Das hier ist zum Beispiel ein frischer, der sieht so aus, dass er die relativ gut ausreifen lassen kann. Diese Blätter hier. Also das werden wir jetzt beobachten, wenn ich den Standort jetzt so belasse. Mal gucken. Also er wird mir noch eine Menge Freude bereiten, kann ich euch sagen. Hier auch diese Neustriebe sehen relativ gesund aus. Also die Blätter funkeln und glänzen. Das ist eigentlich ein Zeichen, dass die jetzt nicht abfallen sollten. Ja. Aber das weiß man bei Zitronen halt nie. Und die sind halt ganz frisch dazugekommen, diese Austriebe, genau. Jetzt hier, also die beiden sind auch jetzt vor kurzem entstanden, also relativ größer geworden. Und hier, genau, hier waren noch mehr Blüten, genau. Jetzt kann man das halt sehen. Also der macht noch einige, der schiebt noch einige nach. Und genau. Hier sieht man, ja, hier sind auch neue Austriebe, die habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, ist eine schöne Zitrone. Also die Pflege ist eigentlich relativ einfach. Also sie dürfte funktionieren. Genau, das wäre es erstmal zum Update der Zitrone. Jetzt gehen wir, wie abgesprochen, zu den Tomaten. Und da habe ich alles mit diesem Kamillentee halt gemacht, wie der Gartencoach mal erklärt hatte. Und hier könnt ihr das sehen. Also das ist schon echt hoch geworden. Also ein paar von denen sind schon relativ hoch. Aber sie sind noch nicht so hoch, dass sie umkippen. Das ist ein Zeichen, dass ich eigentlich genau zur rechten Zeit eigentlich gewartet habe, ab jetzt sozusagen. Weil nicht alle Tomaten sind so hoch vergeilt. Hier hinten zum Beispiel, das finde ich ganz komisch, sind die genau normal gewachsen, würde ich sagen. Also sie wachsen nicht. Sie scheinen irgendwie mit den Lichtern damit zufrieden zu sein, weil die sind nicht so hoch. Das könnt ihr ja sehen, die sind nicht hochgegeilt hier. Ganz komisch. Ich bin der Meinung ausgegangen, Gewächshaushaube irgendwie, glaube ich. Ja, also richtig, die sind richtig gut aus eigentlich, die Kleinen. Die könnten auf jeden Fall durchkommen. Ja, das wollte ich sagen. Jetzt kommen wir zum Ricinus communis. Hier könnt ihr das schön sehen. Also, ja, ich hätte das eigentlich noch ein bisschen länger dran gelassen. Ich glaube, diese Fruchthülle, also Außenhülle, sollte noch zur Nährwand dienen, also um die Blätter halt mit diesen Nährstoffen auszustatten, damit die auch dick werden. Aber der Rizinus nimmt es mir nicht übel. Er hat sich jetzt aufgeklappt. Und man sieht, schon relativ tief eingedrungen. Hier wird der Stamm nämlich schon deutlich dicker. Genau, also und hier auch. Also der kommt auch gut hoch. Und das ist halt so eine Geleeartige Masse irgendwie, die sich da als Nähr im Boden sozusagen für den Rizinus als Grundlage ausschiebt. Ja, die Trauermücken, die kommen immer wieder. Die Mistviecher, die kann man nicht aufhalten. Wenn ich wenigstens ein paar Rizinuspflanzen für den Garten später vorbereitet habe, ist das auch nicht ganz so tragisch hier.
Ja, hier war ich ein bisschen zu neugierig, ja, das sieht man. Genau, also richtig schön. Hier hebt er sich demnächst hoch. Ja, das werde ich euch mal sagen, wie das dann aussieht. Und jetzt vom Mauritius zu Tabak. Das glaube ich nicht, als ich das gesehen habe. Ich gucke gerade mal, ob ich das noch ein bisschen schärfer. Eigentlich ist es schon relativ gut scharf. Also man kann halt hier die schönen Tabakpflanzen erkennen. Innerhalb von einer Woche gekeimt. Also da war noch nichts, vor ein paar Tagen tatsächlich. Und da sind sie. Also ja, da sieht man teilweise manchmal auch noch, wie klein sie sind. Und hoffen wir mal, dass dieser Virginia-Tabak durchkommt. Wir müssen jetzt tatsächlich, wir sind jetzt gerade in einer Zeit drin, wo das möglich ist. Jo. Das wird noch was auf jeden Fall. Das kann man versichern. Wenn wir ein paar Tabakpflanzen durchkriegen, ist das nicht schlecht. Nicht wundern, die sind manchmal ein paar Bauarbeiter unterwegs. Aber die machen nichts. Und dann hier die sogenannte Süßkartoffel. War eigentlich nicht gewollt, die hochzuziehen, aber ich habe sie in diesen Gefäß gelassen und ist relativ dick geworden. Jetzt mittlerweile auch schon vom Habitus. Also die kommt mit dem wenig Licht irgendwie komisch aus. Also sie geilt nicht so schnell, so extrem wie die Tomaten. Ja, also Pflege ist eigentlich ganz unkompliziert. Aber was das hier naja, was ihr da sehen könnt, ist, kann ich nicht sagen. Ja. Irgendwelche Kristalle oder irgendwie sowas. Ja. Genau, das wär's hier mit der. Also mit der Süßkartoffel, die kommt, die werde ich später in den Garten setzen, auf jeden Fall in Fahrt. Vielleicht kriegt die auch einen eigenen Topf. Mal gucken. Hier haben wir eine sogenannte Aasblume, die habe ich geschenkt bekommen von einer wirklich sehr, sehr lieben Gärtnerin. Also mit der ich mich wirklich seit Jahren blendend verstehe. No, ich weiß gerade nur nicht genau, wann die Zeit da ist, dass sie endlich Blüten anzeigt oder ansetzt. Das sehe ich nämlich im Moment noch nicht. Ja, das ist nicht ganz so schlimm. Jo. Also, die ist relativ pflegeleicht, wenn ich das mal so sagen kann, genau. Da gibt es eigentlich nichts, nicht so viel falsch zu machen. Jo. So, jetzt die Glücksfeder. Die habe ich gehört, das ist die härteste Pflanze der Welt. Also, du kannst mit der machen, was du willst. An heißen, brennenden Standorten und so. Der wirft da einfach ihre Blätter ab, um sich zu schützen. Die hat hier drinnen so eine Wasserspeicher. Aber das kennt ihr ja von den anderen Garten-YouTuber, die das schon gezeigt haben auch. Und ist halt nicht kaputt zu kriegen, genau. Ich hätte die auch schon längst hier. Das sind alles eigentlich Pflanzen, die neue hier. Und ich habe irgendwie gelesen, ab Mai oder April darf man dann langsam anfangen zu düngen. Weil sie wächst tatsächlich monatelang nicht, also im Winter, ja. Also hält eine sehr, sehr lange Ruhe ein, ja. Und hier, genau, kommt die dann irgendwann raus und dann wird das hoffentlich ein großes Blatt werden, also so ein richtiger Wedel, der daraus wächst. Genau, also. Also ist eine prächtige, also eine schön anzusehende Pflanze auf jeden Fall aus Südafrika. Genau. Und jetzt wird's ernst. Jetzt geht's nämlich zur Jackfruit. Die Dorian habe ich gestern hier hinten auch ausgesät. Das kann man gerade nur noch nicht ganz genau erkennen. Ich habe hier richtig viele, genau, hier kubanische Asseln halt, die dafür sorgen, dass hier kein Schimmel also sich bilden kann. Da sind das wirklich sehr, sehr reinigende Tiere. Die sorgen dafür. Und hier sind die Jackfruit-Bäume. Genau, die ich meine. Also sehr schön. Die sind vor 2 Wochen aus der Erde gestoßen. Tatsächlich. Ich guck gerade mal, ob man das hier. Ich versuche das gerade so einzustellen, dass man es ganz gut sehen kann. Also ich werde später eine Jackfruit-Pflanze auf jeden Fall abgeben. Aber eins, was man sagen kann. Ja, hier sind welche von diesen Achatinas. Ja.
Neugierig, aber auch immer noch nicht so richtig aktiv. Ja. Also sind hier schön im wässrigen Boden aktiv und fühlen sich da relativ wohl. Das hier sind drei Jungtiere. Die anderen zwei sind schon relativ groß. Ja. Sehr, sehr gesund, also kann man sagen. Also die fühlen sich seit Monaten hier wirklich wohl. Ja. Genau, also ich guck gerade nur, ob man vielleicht. Hier. Genau, die ist halt so richtig offen wie so eine Bohne halt, so. Hier kann man das ganz gut sehen, genau, die Jackfruit. Da hat sie sich halt aufgespalten, da kam dann halt der Sämling raus, ja. Also, die wachsen komischerweise gedrungen, ja. Obwohl die hier ein schönes, warmes Milieu haben und kaum Licht haben, kommt die Jackfruit damit klar im Moment, also, ja. Das hier, genau, ist die größte. Wird jetzt hier auch demnächst wahrscheinlich ihre ersten Blätter öffnen. Guck gerade nur, ob da irgendwie wie so eine Schädlinge oder so sind. Ne. Das ist in Ordnung. Ja. Also das ist ein Highlight für mich, die Jackfruit. Ihr kennt ja diese richtig schwere Frucht. Die habe ich mir mal sagen, also die ganze Frucht geholt und habe die tatsächlich auch mit einem guten Kumpel gegessen, also die schmeckt göttlich, also nach Banane, Mango, also sind unterschiedliche Geschmäcker, also je nach Reifestatus. Ja. Wenn sie unreif sind, dann schmecken sie also nicht süß, also sie schmecken dann wie Gemüse, genau. Wird dann auch als Gemüsecurry verarbeitet. Jo, das wäre schon mal der Stand dazu. Ich werde diese Jackfruit auf jeden Fall dann später abgeben, einer guten Kollegin auf Arbeit. Habe ich ihr versprochen. Und ich freue mich hier, ja, dass man sich da halt daran erfreuen kann später. Wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos mal wieder. Und das wird es auf jeden Fall ein bisschen mehr werden als ein paar Monate jetzt. Bis dahin, euer Nikos Kanzenreich. Vergisst nicht zu abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Genau, und bleibt gesund und passt gut auf euch auf. Ciao, ciao, euer Nikos Kanzenreich.